I can't stay like this for long. I'd better get to work. Oh my God! Oh my God! All right, I made a hole. Oh my God! Was geht ab, meine Z-Fighter? Oser hier. Und ihr habt es richtig gesehen, LR Mighty Mess zeigt schon auf euch. Wir haben ihn gezogen. An der Stelle lieben Dank jeden, der an mich da geglaubt hat und den Hashtag LR im letzten Video rausgehauen hat, denn wirklich danach habe ich ihn quasi auch gezogen. Und heute gibt es dementsprechend sein Awakening und sein Team Showcase. Wir werden ihn awaken, ihn als Leader nehmen in seinem eigenen Team und uns das Ganze mal anschauen, was der Dude LR Mighty Mess drauf hat. Außen vorweg, bevor wir anfangen, möchte ich jedem mal zeigen, LR Mighty Mass hat nämlich eine farmbare SA. Das ist der Strike Mighty Mass aus dem Super Strike Events. Ist jeden Dienstag an Tech-Tagen offen, beziehungsweise online, um es besser zu sagen. Auf Stage 1 droppt, wenn ihr das Ganze auf Z-Hard macht, droppt nämlich SR Tech Mighty Mass. Wenn ihr diesen auf SSR bringt, gibt er 50% auf die SA vom LR Mighty Mass, sofern er in der ersten Stufe ist, also noch nicht Token Awaked. Oder ihr geht dann hin, holt euch 9 Stück von den SR Tech Mighty Mask aus Stage 1 und dann holt ihr euch die Medaillen aus Stage 2. Dafür braucht ihr pro Charakter 7 Stück, awaked ihn, Dokkan awaked ihn und dann könnt ihr ihn auf UR Mighty Mask bringen. Dann gibt dieser ein Tech Mighty Mask, der auf UR ist, 100% auf die SA vom LR Mighty Mask. Da müsste ich quasi nur 9 Stück holen. Ich habe das Ganze wirklich so gemacht. Ich habe auf Stage 1 mir Mighty Mask geholt, sie auf SSR gebracht. Da geben sie nur 50% um mein Glück versucht. Ich habe ca. 15 Mighty Mask gebraucht, um ihn dann auf SA 10 zu bringen. An der Stelle werden wir den Dude natürlich jetzt erstmal awaken. Und dann schauen wir ihn, wie gesagt, und zwar genau an. Let's go. Unser Boy Mighty Mask. Für das erste Awakening braucht er auch die Medaillen vom Super Strike Events, was wir uns gerade angeschaut haben auf Stage 2, was ich euch gerade gesagt habe. Dort holt ihr euch 10. Dort holt ihr euch auf jeden Fall erstmal 10 Medaillen vom Super Strike Event und dann könnt ihr ihn awaken zum TOR. Let's go. Das machen wir mal. Unser Dude, Mighty Mask. Ich hab's. Ihr habt die Reaktion gesehen. Ich hab's wirklich selbst nicht geglaubt. Aber da ist er. Da ist er. Da ist seine TOR-Form. Lass mich ihn an der Stelle mal max leveln. Gut, und da sind wir auch schon zurück. Er ist auf der TUR-Form. Unser Boy Mighty Mask. SA10, wie gesagt, habe ich ihn dann gebracht mit den mit seinem farmbaren SA. Nun bringen wir ihn einen Schritt höher auf den LR-Status. Und zwar, für seinen LR-Status brauchen wir 21 Medaillen aus dem neuen Super Saiyan 3 Godex Event von physischen, 21 von dem alten Tech Super Saiyan 3 Godex Event und 21 von den Nimbus-Medaillen. Woher bekommt ihr diese Nimbus-Medaillen, die Jindujun-Medaillen? Das sind Supreme Kai Trials, Supreme Kai Missionen für Dokkan Events. Ich habe dazu schon ein Video gemacht. Ihr geht da einfach in die Supreme Kai Mission rein, klickt Shut Off Story auf Dokkan Event und dann steht da genau drauf, was ihr da machen müsst. Aber ich werde den Link auch auf jeden Fall in die Beschreibung setzen. Und ja, Mighty Mask wird auf seinem LR-Status zu LR Trunks und Goten. Ich kann es kaum erwarten. Let's go. Schauen wir uns ihn an. Ein weiterer LR in der Tasche, um es einfach zu sagen. Insane, ich kann es wirklich nicht glauben. Let's go, Dudes. Die zwei Wunderkinder, Trunks und Goten. LR, Trunks und Goten an der Stelle, sehr, sehr schön. Leute, ich bringe ihn ganz schnell auf Max Level und dann sehen wir uns gleich wieder. Alles klar, Leute, und da sind wir auch schon. LR, Trunks Kid und Goten Kid sind nun auf Max Level, ihre Stats sprechen für sich. Ich habe sie, soweit es geht, im Dupe System vorangebracht. Heißt 2000 Werte auf jeden Attribut an der Stelle. Leader Skill von den beiden Jungs ist Super Guild Types, geben sie Key plus 4 auf jeden Attribut 100% und für Extreme Agility geben sie Key plus 2 auf jeden Attribut 70%. Die Ulti ist sehr, sehr cool, denn sie transformieren sich. In der ersten Ulti transformieren sie sich zu Skinny Boo und wenn sie zu Skinny Boo werden, dann verringern sie ihren eigenen Angriff für eine Runde.
Es gibt jedoch eine Chance von 50%, also quasi 50-50, dass er zum Fatboo wird. Fatboo, ich habe gerade Skinnyboo gesagt. Ich meine natürlich Skinny Gotenks und Fat Gotenks, sorry an der Stelle. Wenn er zu Fehlfusion zum Fat Gotenks wird, dann verringert er seine Verteidigung für eine Runde statt seinen Angriff bei Skinnyboo. Mal, es wird interessant zu sehen, ob ich das hinbekomme, dass ich alle Ultis mal zeigen kann. Denn er hat quasi vier verschiedene. Die Ultra Super Attack, da wird er zum Super Saiyan Gotenks. Wenn er das wird, macht er Mega Colossal Damage, erhöht seine eigene Verteidigung um 30% für eine Runde. Aber es gibt eine 30%ige Chance, da kann er zum Super Saiyan 3 Gotenks werden bei der Ultra Super Attack. Dann erhöht er seinen Angriff und die Verteidigung für eine Runde. Genau. Seine Passive ist quasi dann demnach gerichtet, dass er immer auf die Ultra Super Attack kommt. Denn sobald er in die Stage kommt, in den Kampf, in die Rotation, bekommt er eine zufällige Anzahl von, an Ki. Und das liegt zwischen 3 und 9 Ki. Zudem, wenn er eine Ulti startet, bekommt er 120% auf seinen Angriff. Links hier haben wir Z-Fighter, The Innocents, Prodigy, Budding Warrior, Shocking Speed, Shattering the Limit, Legendary Power. Er ist in der Kategorie Hybrid Saiyan, Majin Buu Saga und World Tournament. Bei mir ist leider noch SA12, heißt er mir kein SA Max Showcase, aber darum kümmern wir uns dann später. Und ich wollte ihn eigentlich als Leader nehmen, unseren LR Goten und Trunks. Aber, ja, RIP Friendlist. Eigentlich war alles vorbereitet. Hier liebe Grüße und Shoutout an Azadi. Eigentlich wollte ich sein Mighty Mess nehmen. Dieser ist auf SA20. Ich wollte quasi Double Lead LR Mighty Mess spielen. Aber GG, natürlich funktioniert die Friendlist nicht. Erstens. Zweitens, natürlich findest du weit und breit keinen anderen LR Mighty Mess. Drittens, ich sitze mehr als 2 Stunden gerade dran, habe alle meine Friends durchgeklickt, damit wieder die neue Rotation startet. Und ich habe mich schon gewundert, ey, das dauert so lang. Bis ich keinen meiner Friends mehr wählen konnte, nur noch Guests. Und dann dachte ich mir, ja komm, da fühle ich mich verarscht vor. Dann kam Gott sei Dank noch ein Friend vielfacher Vegeta. Deswegen sind wir in einem super Agility-Team, in einem 120%-Team. Und so wie es sein sollte, ist natürlich mein Team erst außer Rotation. Heißt, wir müssen erstmal die Rotation hier hinbekommen. So, perfekt. Und jetzt haben wir schon endlich LA Trunks und Goten. Manche sagen LA Trunks Goten, manchmal sagen LA Mighty Mess, aber wir wissen alle, wer gemeint ist. Und ich bin gespannt. Also, ich werde ihn auf jeden Fall mit den Super Vegeta in einer Rotation lassen, denn er gibt ihm Prodigies, Shattering the Limit und Z-Fighters und zusätzlich durch die Pass nochmal Key plus 2 auf Attack und F 25%. Und okay, wir bekommen hier zum einen keine Ultra Super Attack hin, das ist gut. Vielleicht denkt ihr, was? Das ist doch nicht gut. Naja, ich würde gerne mal wirklich probieren, alle Essays darzustellen. Jetzt bin ich mal gespannt. Verwandeln wir uns in Skinny Bee oder Fatboo? Was denkt ihr, Jungs? Skinny oder Fatboo? Ich tippe auf, ich sag mal Fatboo. Let's go. Diffusion. Yay, the predictions. Wir machen natürlich trotzdem Additional Attack zu Skinny Bee. Perfekt. Heißt, wir haben die erste Ulti schon beide gesehen. Ja, einmal Angriff gesenkt, einmal Verteidigung. Natürlich dann im Nachhinein beides, aber wir zweimal geultet haben. Mit Level 5 Additional Attack. Und die haben schon sehr gut Schaden gemacht. Heißt, wir können uns jetzt auf die Ultra Super Attack konzentrieren. Das war sehr cool. Das war wirklich sehr cool. Das hat mich gefreut, dass beides auf einmal kam. Nice. Jungs, wenn euch... Ich sag immer Jungs, sorry, aber ich meine natürlich Leute, beziehungsweise Jungs und Mädchen, ja, ich meine natürlich jeder, seid ihr nicht gekränkt, Boys and Girls, jeder, der hier zuschaut, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefällt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und falls ihr neu hier seid, auch ein Abo, jede Unterstützung zählt da an der Stelle, sehr lieb von euch, lieben Dank. Anyways, dann muss ich mal gucken, wir haben über 300.000 Leben, okay, super Guild Team, nice, wir lassen die Rotation mal hier durchlaufen. Und ja, jetzt wird es halt schwer. Bei dem dreifachen Gutex, vielleicht fragt ihr euch, warum bin ich beim dreifachen Gutex-Event? Heute sind Tech-Days und ich wollte nicht in eine Tech-Stage rein, ohne Crit auf einem Mighty Mess. Ich habe ja keinen Dupe gezogen. Deswegen dachte ich, wir machen dieses Dokkan-Event. Aber, ja, die Runde hier wird halt speziell nicht so gut sein. Ihr seht, Gotenks selbst sind wirklich wenig Schaden. Heißt, sobald er sich defusioniert, dann legen wir los. Ah, bis dahin, lass mal ein bisschen hier rumgucken, was hier abgeht. Wir sind im Super-Guild-Team, wie gesagt, 120% beiderseits. Es geht... Vegito, ja, macht auch wenig Schaden. Es geht natürlich noch besser in dem Hybrid-Saint-Team oder Majin Buu-Saga-Team.
Aber da mir beide Lieder nicht zur Verfügung stehen wollte und ich ja einfach aufgegeben habe, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte eigentlich schön vorbereitet sein mal Mighty Mess Lied. Aber das holen wir noch alles nach auf jeden Fall. Haben wir jetzt einen spontanen Super Guild Team. Das ist wirklich cool, wenn ihr den Super Vegeta habt. Wirklich, er gibt ihnen drei wichtige Linkskins. Z-Fighters, Prodigies. Oh, die Rotation ist wirklich sehr, sehr nice. Oh, schaut euch diesen Keyboost an. Die Rotation hat's in sich. Aber leider macht halt keinen Schaden. Egal, schauen wir mal. Was tippt ihr jetzt diesmal? Gehen wir in Gotenks, Super Saiyan Gotenks? Oder wird er zum Dreifachen mit der 30%igen Chance? Nämlich diese Super Vegeta gibt ihn, wie schon gesagt vorhin, Z-Fighters, Prodigies und Shattering Limit. Prodigies sind 10%, Z-Fighters 15%, wenn mich alles täuscht, und Shattering Limit Ki plus 2. Und jede Art von Ki ist hier wichtig. Ja, Dreifacher, er wurde zum Dreifachen, nice. Coole Ulti, nur leider haben wir, ja, wir machen halt... Schaden dürft ihr an der Stelle normal nicht beachten, aber er ist sehr tanky geworden. Ey, er ist wirklich sehr tanky geworden. Den Schaden sollten wir an der Stelle nicht betrachten. Denn ja, Gotenks ist sehr, sehr tanky. Erst nach der, wenn er sich defusioniert, nämlich jetzt. Jetzt können wir loslegen. Heißt, uns fehlt noch eine Ulti. Schauen wir mal, ob die normale, beziehungsweise Gotenks kommt, Super Gotenks, let's go. Also ja, klar, Schaden nehmen wir gar keinen, also wirklich gar keinen, das liegt an seinen Stats. Ja, okay, das wenn er normal ist, er wird zu Gotenks, fusioniert zu Gotenks und wird dann zu Super Saiyan Gotenks, wenn er ultet. Nice, Damage ist auch da auf jeden Fall. Und, wie gesagt, Damage solltet ihr ein bisschen behutsam nehmen, wir sind Dokument. Ist sehr tanky und er ist nicht SA20. Also da geht auf jeden Fall, da ist noch Luft nach oben auf jeden Fall, damit ihr da Bescheid wisst. Natürlich wird er wieder zum Dreifachen. Natürlich wird er wieder zum Dreifachen. Alles klar, Leute, das wär's soweit vom Awakening Showcase zu LA Mighty Mess, LA Trunks und Goten. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wie gesagt, lasst auf jeden Fall ein Like da, würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich auf jeden Fall eine schöne Zeit und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Macht's gut, Leute, peace.